Unseren türkischen Freunden möchte ich sagen, es geht nicht um Fingerzeigen. Es geht nicht darum, dass wir moralische Hoheit für uns beanspruchen. Denn wir bringen diesen Antrag ja gerade nicht ein, weil wir uns moralisch überlegen fühlen oder uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen, sondern weil es bei diesem Text heute eben auch um ein Stück deutsche Geschichte geht. Ich darf zitieren, Reichskanzler Bethmann-Hollweg sagte, unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Das Ergebnis, berichtete Graf Lüttichau, Gesandtschaftsprediger der deutschen Botschaft in Konstantinopel, dann 1918 nach Berlin. Ich darf zitieren, in den östlichen Provinzen, also mit Ausschluss von Konstantinopel und Smyrna und anderen Plätzen in der westlichen Türkei, sind von der Gesamtbevölkerung 80 bis 90%, von der männlichen Bevölkerung 98% nicht mehr am Leben. Was die Geistlichen anbelangt, sie sind fast völlig ausgerottet. Und genau deswegen haben wir geradezu eine historische Verpflichtung, Armenier und Türken aus Freundschaft zur Versöhnung zu ermuntern. Und mit Blick auf die in Deutschland lebenden Armenier sage ich, das gilt ausdrücklich auch für die in Deutschland lebenden Armenier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in der Vergangenheit Komplizen dieses furchtbaren Verbrechens geworden sind, darf nicht heißen, dass wir heute zu Komplizen der Leugner werden. Die Aufarbeitung der Shoah ist die Grundlage unseres demokratischen Deutschlands. Deshalb ist es Zeit, dass wir nun auch den Blick auf andere Verbrechen von früheren Vorläuferstaaten der Bundesrepublik Deutschland aufarbeiten. Und darum will auch ich ausdrücklich den Völkermord an den Herero und Nama erwähnen. Auch dieser Völkermord wartet darauf, dass er aufgearbeitet wird. Als der Statthalter von Kütahya 1915 den Befehl zur Verschleppung der armenischen Bevölkerung in seinem Bezirk empfing, gab er öffentlich bekannt, dass er diesem Befehl nicht Folge leisten werde. Der Gouverneur von Konya, die Anhänger des Mevlevi-Derwisch-Ordens in Konya, haben genau dasselbe gemacht. Sie haben auf ihr Herz gehört, ihr menschlicher Kompass hat nicht versagt. Bei vielen war es ihr muslimischer Glaube oder es war ihr Menschenbild, das es nicht zuließ, dass sie diesen niederträchtigen Befehl aus Istanbul Folge ließen. Vor ihnen und vor all den mutigen Helden, die den Befehl nicht umgesetzt haben, die es auch in der Türkei gab, verneigen wir uns in Hochachtung. Auf diese türkischen Schindlers und nicht auf die Mörder Talat Pascha und Enver Pascha haben die Menschen in der Türkei, aber auch die Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, aus der Türkei, allen Grund, stolz zu sein. Indem wir den Völkermord anerkennen, die deutsche Mitverantwortung daran bekennen und die Aufarbeitung vorantreiben, möchten wir aber auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit türkischem Hintergrund die Möglichkeit geben, dass sie Antworten auf die Fragen finden, auf die sie in den türkischen Geschichtsbüchern sicherlich keine Antwort finden. Und ich weiß, da wovon ich spreche. Wie unser Bundespräsident letztes Jahr in seiner Rede deutlich gemacht hat, die heute Lebenden tragen keine Schuld. Das gilt ja im Übrigen für uns, auch im Zusammenhang mit der Shoah. Aber wir tragen Verantwortung. Und diese Verantwortung gilt für uns Deutsche genauso für die Menschen in der Türkei. Wir wollen niemanden stigmatisieren. Im Gegenteil. Wir wollen dir ermutigen, die Fragen stellen. Ich will die Gelegenheit nutzen, auch an das Leid der vertriebenen Muslime aus dem Balkan erinnern. Ich will an das Leid der Tscherkessen erinnern, darunter die Vorfahren meines Vaters, von denen manche Experten sagen, dass das, was ihnen widerfuhr, auch als Völkermord beschrieben werden kann. Auch ihre Geschichten warten darauf, erzählt zu werden, dass künftige Generationen ein Bild der türkischen Geschichte vermittelt bekommen, das eben nicht schwarz und weiß ist, sondern bunt und komplex. Und wenn wir heute in die Region schauen, dann sehen wir,
dass wieder Christen verfolgt werden. Im Irak, in Syrien, auch in der Türkei. Die Orte, in denen diejenigen in Armenien angekommen sind, die die Drecks der Vertreibung überlebt haben, sind Orte mitten im syrischen Kriegsgebiet. Aleppo, Deir ez-Zor beispielsweise. Nachdem wir uns alle hier im Haus jahrelang über die Sanierung von Kirchen in der Türkei freuen durften, werden nun wieder Kirchen verstaatlicht und geschlossen. Priester dürfen faktisch ihre Ausbildung in der Türkei nicht mehr machen. Und was vielleicht am bittersten ist, du Armenier, ist schon immer ein Schimpfwort in der Türkei gewesen, aber es ist heute mehr denn je ein Schimpfwort. Auch ich werde als du Armenier bezeichnet. Ich empfinde es nicht als Beleidigung, als Armenier bezeichnet zu werden. Als jemand, der aus einer sunnitisch-muslimischen Familie stammt, bin ich in großer Sorge, wenn ich an das Ostchristentum denke. Christliche Gemeinschaften sind ausgerechnet an der Geburtsstätte des Christentums von der Ausrottung bedroht. Wenn die Armenier heute noch leben würden, wäre Wann des Paris des Ostens. Der dies gesagt hat, war mein ermordeter türkisch-armenischer Freund Randink, der Journalist, der sich wie kein anderer für die Versöhnung zwischen Türken und Armeniern in der Türkei eingesetzt hat und damit dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Ich bin dem Bundestagspräsidenten dankbar dafür, dass er angesprochen hat, dass Bundestagsabgeordnete nicht bedroht werden dürfen für ihre Meinung. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber zu reden hier, wenn ich weiß, dass wenn ich hier nachher den Bundestag verlasse, werde ich nicht verhaftet werden. Wenn ich heute nach Hause gehe, wird meine Immunität vermutlich nicht aufgehoben werden. Ich werde nicht zusammengeschlagen, ich werde nicht umgebracht. Das gilt nicht für all unsere Kollegen in der Türkei. Das gilt nicht für diejenigen, die in der Türkei sich für die Aufarbeitung dieser Verbrechen einsetzen. Darum unsere Solidarität mit diesen Menschen. Die haben wirklich was zu befürchten. Die zahlen einen hohen Preis. Herzlichen Dank.